Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Jon Jones gegen Stipe Miocic ist vorbei und man muss wirklich sagen, es war ein sehr, sehr geiler Kampf. Es war wirklich eine Prügelaktion, die Jon Jones Stipe da hinzugefügt hat. Und da gab es keine Momente, wo ich irgendwie dachte, boah, jetzt wird Stipe aber Jones gefährlich. Jon Jones ist der Motherfucker in der UFC, im Halbschwergewicht aufgeräumt, jetzt im Schwergewicht auch nochmal. Und wie sieht Jones aus? Jones sieht einfach aus, als würde er seit 3 Jahren nicht trainiert haben. Und trotzdem verprügelt er jetzt sogar die Leute im Heavyweight. Also mit seiner Halbschwergewichtsstatur sah er damals, wie gesagt, viel besser aus. Aber er braucht es nicht. Er braucht nur ein paar extra Kilos, damit er auch die schweren Leute easy runterholen kann. Und was war das für ein geiler Trip, geisteskranker Trip in der ersten Runde, wie er Stipe da durch den Ring geworfen hat. Das war wirklich krass. Dann diese Ellbogen. Also was ich an Jones am meisten feiere, ist sein Ground and Pound. Da ist er wirklich in der UFC meiner Meinung nach unangefochten. Und dass er Stipe dann auch noch im Stand so vorführt, obwohl er nicht mal wirklich der Striker ist, das fand ich auf jeden Fall stark. Aber wie gesagt, diese Spinning Kicks, die kannte man ja von Jones, die kannte man schon immer. Diese hat perfekt getroffen, Stipe hatte gar keinen Stich. Stipe war alt, war langsam, hatte keine Ausdauer mehr nach der ersten Runde. Also für mich sah das wirklich gar nicht mehr so aus wie ein Stipe Miocic von damals. Aber Jon Jones lässt ihn vielleicht auch hier einfach alt aussehen. Ja, das muss man auch auf jeden Fall in Betracht ziehen. Dann hat er ein ganz, ganz klares Ultimatum gestellt an UFC-Boss Dana White und natürlich auch an Hunter Campbell, an Tom Aspinall, an Alex Pereira. Er sagte Folgendes: Alex Pereira ist der Kampf, den ich haben will. Ich will gegen echte Champions kämpfen, die schon was in der UFC erreicht haben. Von mir aus kann Aspinall den Gürtel im Schwergewicht haben. Ich habe alles erreicht, mich juckt es nicht. Und das macht Jones natürlich aus folgendem Grund. Einfach, um sich selber nochmal ein bisschen höher zu setzen. Damit er einfach sein Portfolio nochmal auffrischen kann. Damit er der UFC sagt, ey, entweder ihr befolgt das, was ich mache, weil Jones hat alle Optionen. Alex Pereira würde auch mit Handkuss den Kampf gegen Jon Jones nehmen. Jon Jones kann easy nochmal ins Halbschwergewicht runtercutten, um dann gegen Pereira zu kämpfen. Oder Pereira geht halt hoch ins Heavyweight. Aber UFC-Boss Dana White sagte schon, der Kampf Jon Jones gegen Tom Aspinall ist der größte Kampf, den die UFC jemals gemacht hat. Bezweifle ich zwar, weil, wie gesagt, einfach von der Aufmachung und der Hype für Jones war jetzt auch nicht überkrass. Aber das sagt er natürlich auch, weil er das Ganze vermarkten möchte und Jones weiß das. Dieser sagte nämlich jetzt noch bei der PK, entweder ich kämpfe gegen Pereira oder ich gehe in den Ruhestand oder ich kriege von UFC-Boss Dana White und Hunter Campbell ein Angebot, money-technisch, was ich gar nicht erst ausschlagen kann, weil es so absurd ist. Ja, unless I get fuck you money, hat er gesagt. So. Also er braucht so ein fettes Angebot, dass er dann easy sagt, ich mache den Kampf gegen Aspinall. Ich sage, Jon Jones hat keine Angst gegen Aspinall, er will nur eine Verhandlungsgrundlage und die hat er auf jeden Fall. Deshalb bin ich gespannt, wie das Ganze ausgeht. Lasst ein Like und ein Abo da, bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.